So, in diesem Video möchte ich jetzt zeigen, wie ich das im ersten Video zu diesem Thema erstellte GeoGebra-Arbeitsblatt in Moodle nutzen kann, um als eine Mehrfachaufgabe in Test das zu nutzen. Das Ganze funktioniert ja so, dass ich hier das Ganze verschieben kann. Oh, und ich habe es gleich falsch gemacht, das erste. Und es wird kontrolliert, ob ich richtig eingezeichnet habe oder den Punkt an die richtige Stelle geschoben habe. Es wird auch gezählt, wie viel richtig bearbeitet wurden, wie viel insgesamt und wie viel Prozent das dann richtig oder falsch ist. So, diese Angabe von 66% ist ja schon mal gar nicht so schlecht, aber Moodle kann damit nichts anfangen. Also das kriegt das nicht als Wert raus. Um zu gucken, wie man so etwas in Moodle machen kann, fange ich mal an. Wir müssen daran denken, wir legen hier keine GeoGebra-Aktivität an, sondern wir wollen eine Aufgabe im Rahmen eines Tests machen. Deshalb erstelle ich erstmal einen Test. Da kann man ja durchaus auch mehrere Fragen unterbringen oder Aufgaben. Ich nenne es einfach mal Koordinaten, den Rest lasse ich. Geht's jetzt, da noch keine Frage enthalten ist, muss ich den Testinhalt erstmal bearbeiten. Und ich füge eine Frage hinzu, indem ich eine ganz neue Frage erstelle. So, und da kommen wir jetzt hin, da sagen wir, nehmen die GeoGebra-Aufgabe. Und die wird jetzt gleich auch geöffnet, wo ich alles einstellen muss. Die Kategorie, das kann ich mir noch überlegen, wo ich sie unterbringe. Jetzt als Fragetitel gehe ich jetzt also konkret auf diese Arbeit, auf dieses Arbeitsblatt ein. Sagen wir mal Punkte an die richtige Koordinate zeichnen. Das ist ja die Aufgabenstellung. Und jetzt ein kurzer Text, was gemacht werden muss. Man muss dazu wissen, dass die Aufgabentexte, die bei GeoGebra auf der Materialseite sind, dass sie nicht verwendet werden. Also muss ich hier was schreiben. Ich habe jetzt hier eine Aufgabenstellung geschrieben, du musst 10 Aufgaben bearbeiten. Das hat eigentlich jetzt keine große Bedeutung, denn das mit diesen 10 Aufgaben, das wird in Moodle eingestellt. Ich zeige, wie man das dann machen kann, dass man auch zum Beispiel 20 bearbeiten lassen kann. Erreichbare Punkte, wie man will, 10, 100, wie auch immer. Die Auswertung geschieht ja dann über Prozent. So, und jetzt müsste ich hier dann das Worksheet, also das GeoGebra-Arbeitsblatt hier einfügen. Ich könnte es zum Beispiel von online holen, aber ich kann es eh noch nicht verwenden, weil es ja noch nicht fertig ist. Wichtig ist aber hier dieser Punkt, der Bereich Antworten. Und das ist im Prinzip die Auswertung dieses Arbeitsblattes. Da gibt es hier Variablen, die aufgerufen werden. Und da handelt es sich um wahrscheinlich nee, um Wahrheitswerte, also boolesche Variablen. Und Moodle testet quasi, ob die true oder false sind. Und wenn eine true ist, dann wird das hier ausgewertet. Und da kann man dann zum Beispiel sagen, ja, der Schüler hatte viele Aufgaben richtig und dann wird dann entsprechend ein Feedback gegeben. Und hier steht noch was Wichtiges, das müssen wir auch noch beachten. Das Feedback wird aus GeoGebra ausgelesen. Hier steht eine Info dazu. Und zwar ist es die Beschriftung dieser Variable, die ich hier angebe, die dann aus der GeoGebra-Zeichnung übernommen wird. Und bei Bewertung kommt dann, wie viel Prozent der Punkte ergibt das dann. Was ich jetzt noch in GeoGebra machen muss, ist, dass ich eben bestimmte Variablen angebe, mit denen ich die Rückmeldung an Moodle gebe. Und da gehen wir deshalb jetzt mal wieder zum GeoGebra-Arbeitsblatt. So, der eine Punkt, ich möchte gerne
zeigen, wann etwas zu Ende ist und das Ganze auch ein bisschen flexibel gestalten. Deshalb lege ich zunächst mal eine Variable ModelEnde an und sage, wenn ich zum Beispiel 10 Aufgaben gemacht habe, dann wird das als das Ende angesehen, dann wird das Ganze beendet. Und ich benutze diese Zahl dann gleich noch, um die Wahrscheinlichkeitsvariablen dann quasi mit zu kontrollieren, ob überhaupt beendet ist. Dann lege ich mal an, ein Moodle sehr gut. Und das wird jetzt eine boolsche Variable und die soll true sein, wenn ich das Ende erreicht habe, sprich wenn Anzahl gleich Moodle Ende ist und der Anteil, der soll 100% sein. So, jetzt habe ich noch keine Variable, oder jetzt könnte ich das Ganze natürlich immer so berechnen, dass ich sage, Anzahl richtig durch Anzahl. Das ist jetzt ein bisschen ungünstig, dass ich das jedes Mal neu berechnen muss. Deshalb mache ich mal Folgendes. Ich kopiere mir das mal und nehme es raus und lege mir eine Variable Anteil richtig an, wo ich Anzahl richtig durch Anzahl berechnen. Dann kann ich dann Anteil richtig immer verwenden, wenn ich halt gucken will, wie richtig das ist. So, jetzt hole ich das Moodle sehr gut wieder raus und ergänze noch eine Abfrage. Der Anteil richtig muss als Wert 1 haben und für einen genauen Vergleich muss ich gleich gleich nehmen oder ich nehme eines der Symbole, die hier unter Alpha zu finden sind. Wo haben wir es dieses hier? Das wäre also die Gleichheitsabfrage. So, und Moodle sehr gut. Die Variable wird jetzt natürlich noch auf falsch gesetzt, weil Anzahl ist ja erst gleich 3. Deshalb wird sie auf jeden Fall eben falsch sein. Jetzt führe ich das Ganze fort, indem ich auch noch Moodle gut nehme, die neue Variable, und sage, okay, muss zu Ende sein, also sprich die Anzahl ist gleich der vorgegebenen Wert. Der Anteil richtig muss kleiner als 1 sein, muss aber auch größer als größer gleich, sagen wir mal 80 sein, 0,8 natürlich. So, also wenn es 80% oder besser ist, dann wird es als gut bezeichnet. So, und jetzt kommt noch Mittel. Und das ist, sagen wir mal, dann kleiner als 0,8, also weniger als 80%, aber mehr als 20%. 25, wie man es will. Gut, ich sag mal 25%. Das war Mittel und jetzt noch schlecht. Das wäre dann, wenn es kleiner als 25% ist und den Rest kann ich auch löschen. So, das wäre Moodle schlecht. So, ich habe die Variablen also immer mit Moodle vorne dran gewählt, dass ich sie auch besser finde und mir vielleicht auch gut merken kann. So, jetzt muss ich noch etwas ergänzen und zwar die Rückmeldung. Also das heißt, was wird in Moodle dann für eine Bewertung oder ein Kommentar, ein Feedback ausgegeben, wenn Moodle, also wenn es gut war? Und dazu nehme ich hier dieses Beschriftungsfeld und schreibe dann hin, zum Beispiel gar nicht schlecht. Aufpassen, ich muss gucken, dass das auch übernommen wird, zum Beispiel indem man hier irgendwo hinklickt. Mittel, naja, das könnte mehr werden oder mehr sein. Übe noch ein wenig. Schlecht. Das ist
und noch für sehr gut. So. Ich kontrolliere gerade nochmal, dass das soweit alles richtig ist. Okay. So, das ist das, was jetzt übernommen wird. Jetzt möchte ich noch eine Kleinigkeit noch ergänzen. Und zwar möchte ich gerne, dass der Schüler nichts mehr hier drin machen kann, wenn es zu Ende ist. Also zum Beispiel die ganzen Schaltknöpfe sollen quasi verschwinden, wenn ich 10 Aufgaben bearbeitet habe. Dazu gehe ich nochmal in die Eigenschaften und ergänze hier bei der Sichtbarkeit noch etwas. Und zwar eine Abfrage, wenn Anzahl ist gleich Moodle Ende, wenn, also, wenn es 10 Stück sind, also dann soll es nicht sichtbar sein. Da müsste ich eigentlich das andersrum machen. Das heißt, es ist nur sichtbar, wenn ich noch nicht das Ende erreicht habe. So, und das kopiere ich mir mal, weil das bei den anderen auch vorkommt oder kommen soll. So, und dann probiere ich es gleich nochmal aus, indem ich noch ein paar Aufgaben mache. So, während ich jetzt hier weitergemacht habe und jetzt 9 Aufgaben bearbeitet habe, sind mir noch ein paar Sachen aufgefallen, die ich noch erwähnen möchte. Und zwar hatte ich ja das so eingestellt, dass ich einen Punktefang hier habe, dass P also gut eingestellt werden kann, weil ohne Punktefang ist es mir eigentlich ziemlich unmöglich, das an die richtige Stelle zu bringen. Ich hatte, wird angezogen gemacht, eingestellt, das ist aber auch zu ungenau. Deshalb empfehle ich, dass man hier bei Punktefang am Koordinatengitter fixiert einstellt. Dadurch ist das wirklich genau an der richtigen Stelle. Der Schüler muss es eben schon natürlich noch an die richtige Stelle schieben, aber ich habe keine Probleme mit den Nachkommastellen. Ein anderer Punkt ist, P ist hier, hat hier was angezeigt, nämlich den Namen Test.p. Und da kann ich die sogenannten Kurzinfos ausschalten. Hier unter den erweiterten Einstellungen, da kann ich sagen Kurzinfo aus. Dann wird also nichts darüber gesagt, was das für ein Objekt ist. Und das möchte ich eben nicht, dass der da sagt, hey, das ist der Testpunkt P. Sonst verwirrt das womöglich noch, auch wenn da natürlich P steht. So, jetzt mache ich gerade noch eine Aufgabe und wir gucken mal, ob das mit den Variablen funktioniert. Ja, die ganzen Moodle-Variablen, gut, mittel, schlecht, sehr gut, sind noch auf False, weil ich ja noch keine 10 bearbeitet habe und jetzt sind wir dann gleich mal fertig. So, jetzt verschwinden oder sind die ganzen Schaltflächen verschwunden. Also ich kann nichts mehr dran machen. Man könnte eventuell die Sachen fixieren, dass sie nicht verschoben werden. Und was im Wesentlichen ist, Moodle Gut zeigt jetzt ein True an, denn ich habe hier 90%. Es ist also größer als 80, aber kleiner als 1. Und es ist eben auch zu Ende. So, jetzt, damit ich das Ganze wieder zurücksetzen kann, da habe ich jetzt das Problem, dass mein Zurücksetzen-Knopf ja nicht zu sehen ist. Ich könnte jetzt Folgendes machen. Ich setze Moodle Ende mal ganz kurz auf 11, damit das wieder funktioniert. Und dann wieder zurück auf 10. Notfalls müsste ich Anzahl und Anzahl richtig auf 0 zurücksetzen von Hans. Das ginge aber auch über die Eingabezeile. So, das müsste jetzt eigentlich soweit alles richtig sein. Ich speichere es nochmal ab. Nicht daran denken, möglichst frühzeitig zu speichern. Und ich kann jetzt das Algebra-Fenster schließen. Es würde allerdings auch nicht stören, wenn ich das dann hochlade. So, und jetzt teile ich es. Also ich lade es zu Moodle hoch. Wenn das dann hochgeladen worden ist, dann gebe ich dem noch einen Namen.
So, jetzt fällt mir gerade noch was hier auf. Und zwar hatte ich eben in GeoGebra Classic ja die Eingabezeile noch offen. Die brauche ich hier nicht, beziehungsweise sie ist standardmäßig eigentlich ausgeblendet. Und das Doofe ist jetzt, dass es hier zu viel Platz einnimmt, was ich eigentlich nicht brauche oder gar nicht haben möchte. Das bearbeite ich, indem ich hier auf diesen Knopf, auf diesen Stift gehe. Das ist ja der, um das online ein bisschen zu bearbeiten. Unter anderem eben zum Beispiel auch die Größe verändern. Einfach indem ich hier an der Ecke ziehe. So, dann fertig, um die Bearbeitung abzuschließen und speichern und schließen, um das Hochladen abzuschließen. Es wäre eigentlich ganz nett, wenn man hier ein paar Text dazu schreibt, also zum Beispiel Koordinaten, Koordinatensystem, Punkt und so etwas und das Ganze noch auf Englisch, damit andere das auch finden. Muss man natürlich machen. Hier, ich mache es öffentlich, damit jeder andere das eben auch finden kann und auch benutzen kann. So, zu meinen Materialien. Und dann sollte hier vorne das dann zu finden sein. Ich habe schon ein bisschen was probiert, deshalb ist da noch ein zweites. So, und jetzt bin ich hier auf der Materialseite und das lädt gerade noch. Im Prinzip könnte ich jetzt schon weitermachen, weil hier ist nämlich der Link, den ich dann auch in Moodle benutzen kann. Ich könnte jetzt natürlich noch mal testen, ob das alles soweit funktioniert. Ist aber eigentlich auch gar nicht so schlimm, da ich, wenn ich das in Moodle eingegeben habe, dieses Arbeitsblatt, dann kann ich das ja durchaus hier auch hier online verändern. Und das wird dann trotzdem, das Neue wird dann oder kann dann da verwendet werden in Moodle. So, ich habe den Link, die Anzeige brauche ich nicht zu warten, das dauert sowieso irgendwie lange. So, und jetzt trage ich mal die Adresse ein, gehe hier auf Applet neu laden und anzeigen. Und nach kurzer Zeit wird das dann angezeigt. Ne? Das funktioniert also soweit. Ich könnte eventuell Variablen zufällig verändern. Da müsste ich aber gucken, dass sie nicht zu groß werden, dass sie also nicht zu groß erstellt werden. Deshalb lassen wir das erstmal. Hier sind jetzt schon einige Zufallsvariablen rausgesucht worden. Da fängt es an mit Moodle sehr gut. Ich stelle das mal nach oben und Moodle gut hier darunter. Und was man auch sieht, ist, dass hier diese Kommentare übernommen worden sind. Und jetzt fehlt noch Moodle Mittel und Moodle Schlecht. So, was ich jetzt noch mache, ist einstellen, also zum Beispiel 100% für gut, 80% für Mittel. Sagen wir mal 50% und hier, ja, irgendwie kann man nicht 0 angeben, komischerweise. So, und dann war das das schon. Und das funktioniert jetzt. Das ist schon alles, was ich machen muss. So, ich hier auf Speichern. Und dann bin ich eigentlich fertig. Wir testen das gerade mal und schauen uns das an. Ich gehe auf den Test. Koordinaten und mache eine Vorschau, sprich ich probiere das für mich aus. So, ich schiebe es noch mal ein bisschen nach unten, dass man das da unten drunter sehen kann. Hier steht jetzt der Text, den ich da oben drüber geschrieben habe und jetzt käme dann halt die Aufgabe, das an die richtige Position zu schieben. Ja. 11, 8.
Das ist ein bisschen knapp hier mit dem Kontrollknopf. Eventuell müsste man das vielleicht nochmal korrigieren, aber es geht eigentlich schon. Und ich mache jetzt mal ein paar Aufgaben, sodass ich dann im mittleren Bereich bin. In der Zeit pausiere ich gerade ein bisschen. So, die Aufgabe ist jetzt beendet. Das heißt, ich habe 10 Aufgaben erreicht, 9 waren richtig. Und jetzt beende ich den Versuch, muss ihn noch abgeben. Und dann wird mir die Rückmeldung angezeigt. In diesem Fall dieses gar nicht so schlecht. Ja, ich kann nichts weiter hier dran machen, das ist also abgeschlossen. Man könnte das natürlich auch mehrfach anbieten, man könnte eben auch mehrere Fragen dieser Art einbauen. Das funktioniert alles so wie eben auch beschrieben. Ja, und das Schöne ist, man kann hier also wirklich eine beliebige Anzahl an Aufgaben in einem abfragen. Das klappt also wirklich ganz gut. Ja, das war's. Viel Spaß beim Nachbauen, beim Erstellen von eigenen Aufgaben, immer schön veröffentlichen am besten, damit nicht nur ich, sondern auch andere davon profitieren können.